Laudato Jesu Christi ganz herzlich und heute willkommen zu dieser Karte Bibelbetrachtung. Für nun lese ich Johannes, das 14. Kapitel, Vers 28, bat zu eng, bat eindeutig. Du sagst, ich habe mir gesagt, hier, dass ich weich go, und dort war ich träg nur jünn kommen war. Wenn ihr mir gut seid, würd ihr jünn dort zu frei, dort ein um vorher go, willst du vorher als Jirat als ich. Ich hab jünn dort nie gesagt, und euer dort passiert, dort waren die dass ihr dann glauben wollt, wann das passiert. Wenn nicht länger mit euch reden will, der, der über diese Welt regiert, er soll ihm kommen, er hat über mich keine Macht. Aber die Welt macht weiter, dass ich dem Vater Gott ziehe und dass ich da wein alles tue, was er mir abgedrückt hat. Komm, weil wir wiedergehen. Jesus will haben, dass er noch voller von allem Frieden haben, was wir gestern hatten, dass die Frieden haben und dass die sicher sind. Hier sagt er, dass sei, wenn sie dort wurde reich verstohlen, sich wurde freier. Dort haben sie vorher ging, wie sie da noch zurückkommt. Jesus sagt nicht bloß einfach, wir sollen uns freier, sondern du hast eine ganz besondere Ursache, woran wir uns freier kennen. Dort ist das Hei, trägt kommen dort. Und auch den Tröster schickt. Trägt nur ans Kämpft, so sie sagt. Die Freiheit hat ihre Ursache zu bannen, dass die Gläubiger eine sichere Hoffnung haben, dass wenn Jesus zum Himmel geht, zum Vater geht, dass auch die Gläubiger zum Vater gehen wird. Und dann los sein wird von all dem Druck von Menschen, von seiner sündigen Natur, von der Liebe und all dem Kampf, den er in dieser Welt durchgeht. Und diese Hoffnung ab dieser Aussicht soll den Gläubigen eine innerliche Freude geben, die bei ihm bleibt. Kriegt so aus der Sicherheit, dass Jesus sagt, der Sultan oder der Fürst von dieser Welt kämpft, behaft nur stehen an. Er wird ihn überwinden. Und in Jesus, in den Sinnen Chirits, hat auch die Gläubiger eine Sicherheit, dass er wird den Sieg über die Sünde von Dreh. So dort sind die Aussichten, die Jesus uns geben wird. Und er möchte, dass wir in dieser Welt diese innerliche Sicherheit würden haben. Die haben wir in dem, dass wir unseren Blick auf Arm beständig richten, uns nur sein Wut rechten und uns auf Arm konzentrieren. Liebe Tochira, ich wünsche dir und mir diese innerliche Freiheit und Sicherheit, die in Jesus Christus zu finden ist. Herr Jesus, danke schön, dass du deine Jünger Mut gemacht hast, in einer Stunde, wo sie sehr unsicher und nicht voll Freiheit und nicht voll Freiheit werden, wo sehr viel Betrübnis in ihr entwehrt. Du machst auch uns Mut machen in dieser Zeit, in uns innerlich durch den Wut und durch den Geist stärken. Amen.